Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal aus Karlsruhe, Mr. T. Und zwar auf eine Reaktion, beziehungsweise eine Reaktion auf doch in letzter Zeit sich häufende Fragen. Ja, und zwar folgendes. Die Frage lautet immer, Andreas, wer macht deine Trainings, wer macht deine Ernährungspläne? Ganz einfach, die mache ich. Ihr bekommt von mir keine von einer Software automatisch pauschal erstellten Trainings- und Ernährungspläne. Die gibt es bei mir nicht und die wird es bei mir nicht geben. Aus einem ganz einfachen Grund, ich bin Personal Trainer. Personal Trainer heißt persönlich, das heißt, ich mache die Arbeit. Ich habe keine Mitarbeiter, die es machen können, aus einem einfachen Grund, weil ich natürlich eben diese 30 Jahre Berufserfahrung habe. Das lässt sich nicht einfach implantieren auf jemand anders. Das muss man alles Step by Step erlernen. Das sind einfach Erfahrungswerte, die ich erlernt habe in den letzten 30 Jahren. Das sind die ganzen Kurse, ich muss jetzt hier nichts erwähnen, ihr wisst es alle. Auf jeden Fall ganz klar, bei mir gibt es keine automatisierten, von einer Software generierten Trainings- und Ernährungspläne, gibt es nicht. Aus einem ganz einfachen Grund. Diese Software und beziehungsweise das, was da ausgespuckt wird, das ist nichts anderes wie reine pauschalisierte Aussagen, reine pauschalisierte Ernährungspläne. Ich habe schon Kunden bei mir gehabt, und zwar 3 Kunden, die sich sowas erstellen lassen haben, und die haben mir ihre Trainingspläne und ihre Ernährungspläne mitgebracht. Die 3 Jungs hatten ganz unterschiedliche Optiken, die waren auch ganz unterschiedlich strukturiert. Der eine war etwas dicker, hatte ein bisschen zu viel Gewicht. Der eine davon war eher untergewichtig, der eine war eher normalgewichtig. Und was hatten sie? Sie hatten alle 3 exakt die gleiche Trainingsplanung, exakt die gleiche Ernährungsplanung, obwohl der eine noch körperlich arbeitet, obwohl der eine natürlich sehr dünn war, von Natur aus schon natürlich mehr Nährstoffe benötigt. Dazu hatte der eine auch noch eine sogenannte Brustkyphose, also extrem vorhängende Schultern. Und die haben alle exakt die gleiche Trainingsplan, exakt die gleiche Ernährungsplan bekommen. Ich nenne jetzt keine Namen, von wem es ist. Der ist bekannt, der ist sehr bekannt. Was soll man dazu sagen? Klar, ich kenne jetzt die Preise von den restlichen auf dem Markt definitiv nicht. Ich weiß nicht, ich kümmere mich auch da nicht drum, weil ich habe eh nichts davon, das zu wissen, sondern ich kalkuliere meine Preise nach meinem Aufwand. Sicherlich kann sein, ich weiß nicht, dass ich natürlich etwas mehr verlange wie viele andere. Weiß ich nicht genau, das wisst ihr wahrscheinlich besser wie ich, aber es hat seinen Grund, warum. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich von euch den Anamnesebogen erhalte, den ihr von mir zugesendet bekommt, wenn ich von euch euer Ernährungsprotokoll bekomme, das ihr ausgefüllt habt, wenn ich von euch eure Bilder bekomme, dann schaue die keinen Computer an, weil der Computer hat nämlich keine Augen, sondern ich schaue mir das Ganze an. Ich schaue mir an, wie habt ihr euch vorher ernährt, ich schaue mir an, wie viele Jahre Trainingserfahrung habt ihr, ich schaue mir an, was habt ihr für Trainingsziele, und ich schaue mir eure Bilder an. Und anhand von den Daten gehe ich dann her und erstelle einen spezifischen Trainingsplan für dich. Und zwar genau für dich und für sonst niemand. Klar ähnelt sich der eine oder andere Trainingsplan, wenn ich hier 5 Personen habe, die ein ähnliches Körpererscheinungsbild haben, die ein gleiches Ziel haben, die einen ähnlichen Beruf haben. Klar ähneln die sich logischerweise. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer weiß und zum Beispiel eine Hüftschiefstellung hat oder zum Beispiel eben Gelenksprobleme hat oder eben angibt, er hat dieses Problem, dann wird natürlich auch entsprechend von der ein Trainingsplan drauf eingegangen. Das heißt, die Daten werden von mir gesichtet, und zwar visuell am Tisch, am PC. Und danach gibt es den Trainingsplan und nicht einfach Knöpfchen drücken, beziehungsweise wird er gar kein Knöpfchen mehr drückt oftmals, dann fliegt halt einfach ein Plan raus, wird rausgeschickt. Das sogenannte Paket bla bla bla, und dann erhalten groß, dick, dünn, männlich, weiblich, Bauarbeiter, Büroarbeiter, egal wer, alles die gleichen Angaben, die gleichen Voraussetzungen. Dann sind sehr oft nicht mal Angaben zur Bewegungsgeschwindigkeit drin, wie schnell soll ich eigentlich die 8 Wiederholungen machen, in welchem Zeitfenster soll ich die arbeiten, wie schnell soll der konzentrische Bewegungsablauf sein, wie schnell soll der exzentrische Bewegungsablauf sein. Da werden keine Angaben gemacht zum Umkehrschwung, da werden keine Angaben gemacht zur grundsätzlichen Trainingstechnik und so weiter und so fort. Und genau weil ich das abliefer und weil das bei mir natürlich eben berücksichtigt wird und ich natürlich auch immer versuche, durch mein Social Network euch zu füttern mit neuesten Infos, kann es sein, ich weiß es nicht, dass meine Beratung etwas mehr kostet. Aber die ist es auch wert, weil es eine persönliche Beratung ist. Das war's, Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe.
alias Mr. T, der persönlich arbeitet und nicht arbeiten lässt.